Nach einem atemberaubenden Shake-It-Out-Duett mit Florence Plouste-McKine und ihrem Siegersong Donnerstag Julike Watjuse gewann die heute 30-Jährige das TVOG-Finale, trat anschließend in zahlreichen TV-Shows auf, veröffentlichte zwei Alben, landete mit Ivy auf Platz 5 der deutschen Albumcharts. Zuletzt gesanglich in Erscheinung trat Kwainu im Februar 2018, als sie beim Eurovision Song Contest Vorentscheid Unser Song für Lissabon mit dem Stück Huse und Fiere teilnahm, sich aber Michael Schulte, 32, Juliet Mewalk Alone, geschlagen geben musste, der im Finale in Portugal beim Sieg von Netta, Tui, starker Vierter für Deutschland wurde. Bei The Voice hatte sie sich 2012 noch gegen ihn und unter anderem auch den heute erfolgreichen Max Giesinger durchgesetzt. Seit wenigen Monaten ist die gebürtige Berlinerin auch als Schauspielerin aktiv, gab ihr Debüt im ARD-Film Familienerbe. Ab Anfang Oktober wirkt sie in einer der Hauptrollen als Eliza Hamilton im ins Deutsche übersetzte Broadway-Erfolgsmusical Hamilton am Hamburger Operettenhaus mit. Nicht weniger als rund 5 Millionen Zuschauer werden Ivy Kwainu am 21. Oktober sehen. Das ZDF-Fernsehen strahlt an diesem Tag ab 21.15 Uhr die TV-Krimiserie Soko Leipzig mit der Folge Zwischen den Zeilen aus. In diesem spielt die 30-jährige Hanna Lausch, die Mitbewohnerin des am Richard-Wagner-Denkmal im Leipziger Zentrum ermordeten Sascha Perkun, Lennart Betzgen, 26. Dieser war als der Kritzler bekannt, beschmierte öffentliche Plätze und Gebäude mit Wortfetzen. Seine Taten könnten auf das Verschwinden seiner Schwester Janina vor 2 Jahren zurückzuführen sein. Ob sie freiwillig ein neues Leben begann oder Opfer eines Verbrechens wurde, ist bis heute unklar. Möglich, dass Sascha hinter die Wahrheit kam und deshalb getötet wurde. Aber vielleicht kann auch Ivy als Hanna Lausch den Ermittlern weiterhelfen.